Begegnung mit deinem Geistführer. Bevor wir mit dieser geführten Meditation beginnen, suche dir zunächst einen Ort, an dem du nicht gestört wirst und mach es dir bequem. Leg dich auf dein Bett oder eine Matte. Mach's dir bequem. Jetzt schließe deine Augen und beginne ganz bewusst und achtsam einige Male ganz tief ein- und auszuatmen. Du atmest Ruhe und Frieden ein und Unfrieden und Unruhe, die atmest du wieder aus. Entspannung ein und Verspannung wieder aus. So ist es gut. Mit jedem Atemzug wirst du ruhiger und ruhiger. Mit jedem Atemzug driftest du ein bisschen tiefer. Ein bisschen tiefer in deine eigene Innenwelt hinein. Und das fühlt sich so an, als ob du in ein Meer aus Watte hineingleitest. Lenke deine Aufmerksamkeit jetzt auf deinen Körper und erlaube allen Muskeln in deinem gesamten Körper zu entspannen und abzuschalten. Deine Beine, dein Becken, dein Bauchbereich, deine Wirbelsäule, dein Brustkorb, alles entspannt sich, alles wird ruhig. Dein rechter Arm und auch dein linker Arm. Dein Hals und dein Nacken und auch dein Kopf, alles entspannt sich. Alle Muskeln im gesamten Körper ruhen sich jetzt aus. Deine Gesichtsmuskeln, deine Augen, dein Mund und dein Kiefer. Alles entspannt sich. Die Tagesgedanken verlassen deinen Kopf. Jetzt bist du ganz da, gegenwärtig und bereit. Und du atmest ganz bewusst, nicht schneller, nur bewusster und vielleicht ein bisschen tiefer. Ein und aus. Jetzt bist du in deiner Mitte, in deiner stillen Innenwelt angekommen. Jetzt bist du offen und bereit und vorbereitet für eine wundervolle tiefe Reise zu dir selber. Jetzt bist du ganz bei dir. Heute bekommst du die Gelegenheit, deinen Geistführer kennenzulernen. Du bekommst die Gelegenheit, deine Sorgen und Nöte mit ihm zu teilen. Und du bekommst die Gelegenheit, ihn alles zu fragen, was dir auf dem Herzen liegt. Er hat immer eine passende Antwort für dich bereit. Vertraue. Alles im Leben geschieht immer genau dann, wenn die Zeit dafür reif ist. Also ist jetzt wahrscheinlich der Zeitpunkt gekommen, irgendetwas in deinem Leben zu verändern. Sonst würdest du nicht jetzt diese Meditation machen. Du bist in deiner Mitte angekommen.
Du atmest ruhig und bewusst. Und jetzt versuche dir bitte vorzustellen, dass du vor einem Lichtportal stehst. Und durch dieses Lichtportal musst du hindurchgehen, um in die geistige Welt zu gelangen. Mach jetzt bitte einen ganz großen Schritt durch das Portal hindurch. Und dann schau dich um. Du stehst auf einer Wiese, auf einer wunderschönen Wiese und schaust dich um. Das Gras, die Blumen, die Büsche und die Gräser, die ganze Natur um dich herum hat leuchtende Farben. Und diese Farben um dich herum, auf deiner Wiese, die sind so surreal, so strahlend, irgendwie anders als die, die du kennst. Lauf auf deiner Wiese ein wenig umher. Zieh deine Schuhe aus und tanze. Tanze barfuß herum auf deiner Wiese und atme dabei den Sommer ein und freu dich. Du fühlst dich hier auf dieser Wiese rundum geborgen und frei und glücklich. Jetzt versuche dir bitte vorzustellen, dass du weitergehst. Dass du weitergehst, bis du auf einer Lichtung ankommst. Und in der Mitte der Lichtung siehst du einen ganz großen alten Baum stehen. Und du spürst ganz deutlich, dass dich dieser Baum magisch anzieht. Mit langsamen Schritten näherst du dich dem Baum. Und je näher du kommst, umso mehr Einzelheiten kannst du erkennen. In diesem Baum leben ganz viele Tiere. Du siehst Vogelnester und Bienen fliegen ein und aus. Und ein Eichhörnchen, das hüpft von einem Ast zum anderen. Und trotz der Stille um dich herum herrscht ein reges Treiben. Du bist nun ganz am Baum angekommen und du erkennst, dass dies dein Lebensbaum ist, unter dem jemand sitzt, der auf dich wartet. Und intuitiv weißt du, dass dies dein Geistführer ist. Dieses Lichtwesen sitzt unter deinem Lebensbaum. Er bittet dich, all deine Sorgen und Ängste mit ihm zu teilen und dich ihm anzuvertrauen. Er möchte dir hier und heute alles, was dich bedrückt, abnehmen und dir neue Kraft schenken. Also setzt du dich jetzt zu ihm unter den Baum und du beginnst zu erzählen, was dich bedrückt, wovor du Angst hast und was du dir wünschst. Jetzt kannst du ihm erzählen von all deinen Sorgen, von deinen Problemen. Und falls du Ängste haben solltest, erzähl ihm auch davon. Er wird dir ganz geduldig und liebevoll zuhören. Und wenn nötig, wird er deine Tränen abwischen. Ich werde jetzt einen Moment lang schweigen.
und nur die Musik wird dich begleiten. Erzähl ihm alles, alles, was dich bedrückt. Du kannst deine Sorgen mit ihm teilen. Und schon beim Erzählen spürst du, wie gut es sich anfühlt, darüber reden zu können und zu wissen. Dass da jemand ist, der dir wirklich zuhört, aufmerksam und liebevoll. Jetzt können sich all deine Sorgen und Ängste in Luft auflösen. Und du spürst ganz deutlich seine positive und liebevolle Energie, wie sie in dich eindringt. Und das Licht, das ihn umhüllt, ist so strahlend und so voller Liebe. Und du hast das Gefühl, dass deine Aura und seine Aura sich jetzt miteinander vermischen. Du hast das Gefühl, sie vermischen sich. Und sie vereinen sich. Eine grün leuchtende Energie breitet sich in dir aus. Das spürst du. Und diese grüne Energie, die dringt in dich ein mit jedem Atemzug. Sie berührt jede Zelle, jedes Organ. Und sie spannt sich als zweite Haut über deinen Körper. Sie ist jetzt in dir und um dich herum. Alles ist grün und gesund und geheilt. Dankbar nimmst du diese kraftvolle Energie in dir auf und deine Aura, die dehnt sich aus. Sie wird größer und größer. Und dein Geistführer lächelt dich liebevoll und wohlwollend an. Du spürst, wie wichtig diese Begegnung heute war und ist. Heute, genau heute, ist genau der richtige Zeitpunkt, deinem Geistführer zu begegnen. Und wieder bestätigt sich, dass alles im Leben immer genau dann passiert, wenn die Zeit reif dafür ist. Und dieser Zeitpunkt ist jetzt. Ja, jetzt ist der richtige Zeitpunkt, irgendetwas in deinem Leben zu verändern. Und du musst gar nichts weiter tun. Lass seine positive Energie in dich einfließen. Er weiß, was gut ist für dich, was du brauchst. Lass es einfach geschehen und freu dich. Bitte bedanke dich bei deinem Geistführer. Bedanke dich für sein Kommen. Und danke ihm, dass er dir deine Probleme und Nöte genommen hat, um sie mit Licht und Liebe zu ersetzen. Jetzt geh bitte gedanklich zurück zu dem Lichtportal.
durch das du vor kurzem hergekommen bist. Und wenn du dort angekommen bist, gehe bitte leise hindurch. Kehre zurück zu deiner Atmung. Mit jedem Atemzug kommst du höher und höher, zurück ins Hier und Jetzt. Du beginnst deinen Körper wieder zu spüren. Deine Tagesgedanken fließen ganz allmählich wieder in deinen Kopf hinein. Und vielleicht möchtest du dich ein bisschen strecken und regeln, um erst dann ganz zufrieden und gelöst und entspannt zurückzukommen in den Raum, in dem du mit dieser Meditation begonnen hast. Schön, dass du wieder da bist. Das Leben ist schön. Namaste.